Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter 4 Ultimate für die Nintendo 3DS. Ja, letztes Mal sind wir hier mit der Schwertwahl, also mit dem Schiff namens Schwertwahl, hier nach Katar geflogen. Finden jetzt auf der Insel der Wyverianer, so nennen sie sich selbst, und haben jetzt hier herausgefunden, dass das Dingsbums, was der Karawanenführer mitgebracht hat, irgendwie gefährlich sein soll. So oder so ähnlich. Und wir haben auch die Aufgabe jetzt bekommen, ein Kongalala zu jagen, was sich wohl ganz merkwürdig verhält. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. So, ich muss mir mal ein bisschen räuspern nebenbei, ne? Nicht wundern. Denn wie ihr ja wisst, lagen jetzt die anderen Folgen. Nicht nur Monster Hunter, sondern auch die anderen zwei Projekte, die ich ja nebenbei hier noch mache, eine Woche zurück. Und das hat ja den Grund, das habe ich ja, ne, auch euch gesagt, auf Facebook mitgeteilt und so. Oh Gott, das Schwein, das ist... Na, es liegt hier nur und pennt. Ja, und zwar war ich erkältet. Am Anfang ging es noch, sage ich mal, die Erkältung. Da war ein bisschen Halsschmerzen und so drin, das war noch völlig, sag ich mal, legitim. Ne, hat mich nicht so aus den Latschen gehauen. Eigentlich hat mich das Ganze nicht aus den Latschen gehauen. Die ganze Erkältung war okay. Nur das Problem ist halt, wie es meist mit den Halsschmerzen so mit sich kommt, dass die Stimme dann auf einmal weg ist. Und wie man ja weiß, lebt ein Let's Player von seiner Stimme. Na gut, ich lebe jetzt nicht unbedingt davon. Aber um euch hier, ne, optimal unterhalten zu können, würde ich schon gerne reden können. Ne, und ich konnte nicht mehr reden. Ich konnte zwar schon reden, aber raus. Deswegen habe ich jetzt eine Woche Pause gemacht, sage ich mal so. Mich ein bisschen auskuriert, weil hätte ich jetzt in der Woche so mittendrin, wo meine Stimme wieder ein bisschen da war, ein bisschen noch wieder was aufgenommen, dann wäre die Gefahr gewesen, dass ich wieder zurückgeworfen werde, sage ich es mal eher so. Und das wäre ja auch nicht so optimal gewesen, wenn ich dann plötzlich wieder eine Woche länger krank bin und so, ne? Deswegen habe ich mich jetzt einmal eine Woche komplett ausgeruht. Und das hat auch gut getan. Denn bis auf Resthusten, sage ich mal, ab und zu. Und ein bisschen oftmaliges oder öfteres Räuspern. Ist eigentlich alles wieder soweit Klärchen, ne? Wie man ja auch wahrscheinlich hört. So, okay, dann sind wir, denke ich mal, für Kongalala soweit bereit. Ich gucke mal nochmal die Questinfo an, weil ich auch nochmal wissen will. Es ist auf dem Himmelsberg. Okay, da brauchen wir keine Kaltgetränke. Und der Text ist folgender. Ein Reisender auf dem Himmelsberg behauptet, einen Kongalala gesehen zu haben, der sich seltsam verhielt. Was auch immer das heißt. Kannst du das untersuchen? Könnte ernst sein, muss es aber nicht. Hehe, sagt der Gildenmeister. Gut. Dann will ich die Kältegetränke hier mal beiseite räumen. Und direkt zur Quest aufbrechen. Da ich das schon vorgelesen habe, wupp, können wir direkt den Hauptbildschirm hier anschmeißen. Und, und unser Plan bleibt derselbe, wollte ich eigentlich jetzt sagen. Ich wollte jetzt hier nicht bei dem Gebietseinblendung hier dazwischen reden. Also unser Plan, beziehungsweise mein Plan bleibt derselbe wie vorher. Wir müssen noch ein bisschen warten bis zum Monat Februar, weil wir haben immer noch den Januar aktuell, ne? Ich konnte mir immer noch nicht den neuen Monitor kaufen, was ja logisch ist. Das heißt also, bis Livestreams wieder kommen. Oder bis regelmäßige Livestreams kommen, weil ich will ja jeden Samstag Livestreams jetzt immer machen. Wird es halt, wie gesagt, noch bis zum Februar dauern. Weil ohne diesen zweiten Monitor wird das ja nix, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und dabei bleibt es auch aktuell. Das heißt also,
dass jetzt erstmal Livestreams oder Online-Sessions nicht stattfinden werden. Ich werde hier offline erstmal weitermachen. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, aber das ist nun Konga, ne? Stirb, Konga! So können wir die Waffe wenigstens schon mal hier aufladen. So, mal schauen, wo das Kongalala sich denn befinden soll. Oh, mein Hals ist langsam wieder so trocken. So, es soll sich ja merkwürdig verhalten. Sind wahrscheinlich schon gespannt, ne, für die, die das ja nicht kennen, das Spiel, was denn so merkwürdig an dem Kongalala ist. Was zur Kritzel? Geht es nur mir so oder stimmt da mit diesem Kongalala etwas so ganz und gar nicht? Dieser schwarze Nebel, den er speit, ähnelt dem des Gormagala. Aber warum sollte ein Kongalala... Das ergibt keinen Sinn. Das gefällt mir überhaupt nicht, Kritzel. Kein bisschen. Bitte, sei extrem vorsichtig. Yep, und das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Den Rauch kennen wir doch. Es wirkt so, als wäre dieses Kongalala von diesen Sporen des Gormagala irgendwie befallen, so will ich es mal nennen. Und ja, mal schauen, was wir so weit hinkriegen können. Ein bisschen aufpassen da, genau, weil Kongalala hat immer noch dieselben Tricks drauf wie vorher. So. Das ist aber cool. Ich wusste nicht, dass man sofort also sorry, ich war gerade ein bisschen konzentriert. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Aber nö. Nee, ich wusste nicht, dass man hier sofort den das Kongalala hier sofort mit dem Ausbruch begegnet, weil es gibt noch später eine Quest, wo man gegen die Monster normal kämpft. Ups, da bin ich aus dem Gebiet gerollt. Wo man gegen diese Monster normal kämpft, die Ausbruch haben und dieser Ausbruch erst über das Spiel hinweg deutlich wird. Also beziehungsweise nicht über das Spiel hinweg, sondern sagen wir über die Quest hinweg. So, ich mache mich mal hier ein bisschen sauber. Roll mich immer auch ein bisschen, damit die Flammen erlöschen. So. Na, solange das da oben ist, kann ich nichts machen. Kommen wir hier irgendwie ganz schnell hoch? So. Alles klar, dann springst du halt da hinten hin, habe ich auch kein Problem mit, schnell weg. Das habe ich irgendwie gerochen, hahaha. Ne, weil Abgase und so. Oh, wir haben seinen Pilz weggehauen. Oh je, das kriege ich hin, Achtung. Naja, fast. Tja, wie wir sehen bei Ausbruch, ne, wie schon gesagt, ähnelt ja dem Gormagala, wurde ja hier schon erwähnt von dem, von der Gildenjungfer.
Und wie man es hier sieht, hier ist es nämlich auch genauso, dass wenn wir... Na, ein bisschen schwierig gerade zu sprechen, wenn man kämpft. Dass wenn wir von den Monstern getroffen werden... Da sieht man noch an meiner Leiste jetzt neben meinem oder unter meinem Namen links. Haben wir auch wieder diese spezifische, ich nenne sie mal, Infizierungsleiste, also Raserei ist es ja. Nehme ich auch mal schnell eine Nullbeere noch zu mir. Und der hat denselben Effekt wie bei Gormagala halt, ne? Wir müssen jetzt diese Infizierung loswerden. Wenn wir es schaffen, kriegen wir einen Stärkebonus, so gesehen. Sind wir ein bisschen unempfindlicher gegen Attacken, die von dieser Raserei hervorgerufen werden. Also das heißt, wenn Kongalala uns jetzt so tackelt, also diese Attacken, die es jetzt macht hier, die zielen zum Beispiel nicht. Wie Gift und so. So, mal kurz mal ein bisschen zurechtkommen, ist gerade ein bisschen so verwirrend. Sei mal ein bisschen Trubel hier, deswegen muss ich erstmal wieder einen Überblick beschaffen. Ja gut, auf jeden Fall, wie bei Gormagala, wir müssen jetzt versuchen, wieder diese Leiste zu überwinden, um ein kleines bisschen Immunität gegen diese Raserei zu bekommen. Und da haben wir es auch geschafft. Ist wie gesagt auch nicht schwer, ne? Das kennen wir ja schon. So, zack. Ich arbeite wieder mit den kleinen Explosionen. Ja, wie gesagt, die sind auch nicht schlecht, ne? Darf man ja nicht vergessen. Wie gesagt, die große hier kann man immer noch hinterher einsetzen. Macht zwar mehr Schaden, je mehr Fiolen man aufgeladen hat. Aber das ist uns ja momentan erstmal egal, ne? Wir wollen ja hier jetzt nicht einen Speedrun, sage ich mal, machen, das Monster so schnell wie möglich zu besiegen. Nein, wir wollen ja es über die Zeit halt schwächen und das ist auch immer das Ziel, was ich mache. Ne, über die Zeit schwächen. Und wundert euch nicht, ich habe jetzt auch hier die Infos nicht eingeblendet. Weil es keinen Unterschied, sage ich mal, gibt zum normalen Kongalala. Es ist bloß halt, ne, was man schnell bemerkt, dass man halt durch einige Attacken diese Raserei, diese Infizierung halt kriegen kann. So, hier schnell mal auffüllen, die Fiole. Und zack, auch hier schnell auffüllen. Damit unser Schild schön leuchtet. Klingt ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Also, da meinte ich ja halt, ne, mit dem Rüstung verbessern wäre das schon nicht schlecht. Weil die Monster hier scheinen noch ziemlich Stärke zugelegt zu haben. Aber wie gesagt, dann habe ich halt ein bisschen ein kleines Handicap. Halt gegen die Monster muss mich halt ein bisschen in Acht nehmen vor einigen Fähigkeiten und vor einigen waghalsigen Aktionen. Die, da muss ich halt echt, die muss ich halt unterlassen, sage ich mal so. Und das wird für mich eine kleine Umstellung. Aber sobald wir wieder live streamen können, ne, wie schon erwähnt, wird auch hier wieder alles klar. Jetzt mich einfach mal so aus den Latschen gehauen. Alles klar, dann schmeißt einfach das Ding gar nicht in meine Richtung. Auch okay. So. Ich probiere es jetzt hier nochmal. Mit der Explosion. Und es hat geklappt. So, damit ist es besiegt.
So, wir sammeln lieber Nullbären, anstatt das Kongalala auszunehmen. So muss das. So, die Infizierung werden wir diesmal nicht überwinden. Ich meine, ich kann es gleich nochmal probieren hier. Aber nö. Ist auch nicht so schlimm. So, zack, jetzt sind wir halt infiziert. Jetzt würden uns normale Attacken von Kongalala, so Bodycheck und sowas, ne, mehr Schaden machen. Aber, wie bereits erwähnt, das ist jetzt ja egal, weil die Quest vorbei ist. Ja, wie man gesehen hat, so viel Unterschied gibt es halt nicht. Die infizierten Monster, die von Ausbruch befallen sind, oder von dieser Raserei befallen sind, sind stärker meist. Von der Angriffskraft her, wenn sie einen natürlich so rammen, ne, also von der physischen Angriffsstärke her, machen sie also, ne, ziemlich viel mehr Schaden als die normalen. Und man muss halt, ne, neben den ganzen normalen Sachen, die man ja bei Kongalala jetzt beispielsweise achten muss, wie dieses Feuerspeien oder auch Giftspucken oder auch diese Abgase, die Kongalala ab und zu, ne, von sich lässt, muss man halt auch noch darauf achten, dass man, wenn man diese Infizierungsleiste hat, auch noch die unter Kontrolle bekommt. Na, Hülsenbeere kannst du für dich selbst behalten. Die brauche ich nicht. Das haben wir hier, Maestro. Ne, das brauchen wir auch nicht. Das verkaufen wir auch. Obwohl wir jetzt, na, wir hätten es aufheben können. Vergesst das immer. Wir können jetzt ja Talismane zusammen verschmelzen. So, wachsende Gefahr. Wurde Galerien zugefügt und Himmelsschwelle auch. Das waren die beiden Videos, die wir vorhin gesehen haben. Und die Miaunzer Jäger haben jetzt ein neues Monster, auf das sie treffen können. Oh oh. Speichern wir mal ab. Was war das denn? Na gut, was macht das Monster bloß auf dem Himmelsberg? Lass uns den Ältesten fragen, sagt hier die Gildenjungfer. So, was ich sagen wollte, ja, das, was ihr gerade gesehen habt, war Gormagala, das doch gar nicht so tot scheint, wie wir dachten anfangs. Und hier ist halt dieses Komische, wir haben es ja besiegt und, ne, wie bei den Kelbis, was wir auch schon mal in den ersten Folgen hatten, wir haben es besiegt und mit unserem Jagdmesser in dem Gormagala rumgestochert, um natürlich Materialien zu kriegen. Und jetzt lebt es wieder, ohne irgendwelchen Flügelfragmente oder so, keine Ahnung. Naja, aber es sieht anders aus, ne, wie man gerade gesehen hat, diese ganzen schwarzen Schuppen sind von dem Monster abgefallen, oder es hat sich, sag ich mal, eher selber gehäutet. Es hat die alte Schale abgeworfen, aber was war das? Naja, die Leute hier können es wahrscheinlich nichts darüber sagen, weil die wissen das ja selbst noch nicht, oder? Mal gucken. Na hallo, wie läuft die Jagd am Himmelsberg? Es ist ein wundersamer Ort, nicht wahr? Aber heimtückisch. Der Halt kann schlecht und das Terrain schwierig zu bewältigen sein. Und es wimmelt dort natürlich von gefährlichen Monstern. Wenn man sich dort verirrt, ist man erledigt. Hör zu, kann ich irgendwie helfen? Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Aha, ich hab's. Warum gehst du nicht auf eine Erntetour und machst dich mit dem Gebiet vertraut? Auf diese Weise kannst du dich selbstsicherer bewegen wenn du auf Monster triffst natürlich. Ich habe bei der Gildenjungfer eine Quest eingereicht. Erntetour Himmelsberg. Geh ruhig auf eine Tour, wenn du die Chance dazu bekommst. Alles klar, machen wir dann beim nächsten Mal. Aber erstmal schauen wir, was denn der Katar-Älteste sagt. Oh Jäger, warum machst du so ein langes Gesicht? Was sagst du da über den Himmelsberg? Der Kongalala ist den Durchbruch weitergezogen? Was? Der Kongalala ist durchgedreht? Götter und Monster, das ist fürchterschrecklich. Das klingt, als würde das Unheil erneut seinen Lauf nehmen.
verflixt und zugenagelt. Ich muss einfach den sauren Apfel beißen und es dem Großguru erzählen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Was? Du willst wissen, wo er ist? Gut, dass du fragst. Der Großguru ist eine heilige Gestalt, die den Berg schon seit Ewigkeiten beschützt. Und da hat er natürlich ein ganz besonderes Zuhause. Es befindet sich auf der anderen Seite dieser Tür im Schrein. Generationen von Großgurus haben hier residenziert. Sie dürfen ihr Zuhause nicht verlassen. Aber mir ist gerade etwas eingefallen. Wir brauchen akkuratistische Informationen. Mal sehen. Jäger, ich würde dir das ja gerne ersparen, aber könntest du zum Himmelsberg gehen und nach den Monstern sehen? Wenn sie sich seltsam verhalten, also wenn sie verrückt spielen, melde dich bitte zurück. Wieder bei mir. Verstanden? Na gut, jetzt müssen wir also hier noch weitere Sachen untersuchen. Und der Großguru scheint also hinter dieser komischen Holzwand da zu sein, wo der Älteste vorsteht. Und Gildingfer, was sagst du denn dazu, zu der ganzen Situation? Kritzel, der Boss verhält sich in letzter Zeit ziemlich seltsam. Ich glaube, er will Antworten bezüglich der rasenden Monster haben und ist frustriert, dass er sie nicht einfach finden kann. Sei nicht überrascht, wenn er irgendwann einfach wie ein aufgescheuchter Vogel verschwindet. So ist er nun mal. Aber genug davon. Was ist das für ein entschlossener Ausdruck auf deinem Gesicht? Oh, der Älteste will, dass du zum Himmelsberg gehst, um dich dort umzuschauen? Haha, ich bin dir eben immer einen Schritt voraus, Kritzel. Sieh dir all diese schönen neuen Quests an, die ich geschrieben habe. Nummer 1, einen Zinnokre. Nummer 2, eine Seltas Königin. Und schließlich ein Rathalos. Ein Jäger sondergleichen. Eine gewichtige Herrscherin und König der Lüfte, wow. Jedes Monster ist eine echte Herausforderung. Ich treffe eben immer eine gute Wahl. Was? Sei nicht albern. Warum sollte ich nur die Monster wählen, die ich zeichnen will? Hältst du mich etwa für so egoistisch? Okay, hier kommen die Quests. So, ja, wir haben hier Enter to Himmelsberg, Zinnokre, Seltas Königin, Rathalos. Und hier noch ein paar Rimbroras. Gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mal mit Monster Hunter für dieses Mal. Beim nächsten Mal werden wir dann wirklich hier weitermachen. Ich denke mal, wir machen mit Rathalos weiter. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Teile. Wir könnten jetzt eigentlich theoretisch meinen Plan wegen der Rathalos-Rüstung auch jetzt hier offline umsetzen. Jetzt haben wir Rathalos ja auch offline bekommen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht mache ich das mal so, dass wir Rathalos dann beim nächsten Mal ein bisschen öfters machen. Und um die Rüstung halt zu kriegen. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine ich natürlich. Hier bei Monster Hunter 4 Ultimate. Tü-tü-tü.